Ja, und damit herzlich willkommen zurück, nach langer Zeit, zu Lodestar. Ja, das Spiel hat ein riesiges Update bekommen. Sie haben endlich einen fünften Planeten hinzugefügt. Sie haben auch hin und wieder so Rätsel zum Spiel hinzugefügt. Die habe ich mir schon so ganz leicht angeguckt, als sie rauskamen. Bei dem Update habe ich jetzt aber noch gar nicht reingeschaut. Man sieht rechts schon, Planet 5 wurde hinzugetan, viel Lore natürlich dann auch. Und es wurden einige Puzzles hinzugefügt. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Also ich habe offscreen nicht so viel gemacht. Wie gesagt, nur einmal so ganz leicht in ein Rätsel reingeschaut vom zweiten Planeten. Und ich habe die Bosse alle nochmal fertig gemacht. Captain on deck. Wait, why is no one saluting? Tut mir leid. Niemand hat gesagt, dass ich salutieren soll. So, und in unserer Liste sollten wir auch direkt jetzt hier, wenn wir da jetzt rangehen. Lost Planet Z, das ist der neue Planet. Aber erstmal würde ich gerne auf den alten Planeten die Rätsel suchen. Bei Pompeii will ich auch die Pflanze, die jetzt wahrscheinlich da ist, erstmal einsammeln. Und ich glaube, ich muss eh nochmal auf dem vierten Planeten, weil ich den Boss dann nochmal bekämpfen muss. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. So, wir sollten auch hier beim Hangar es direkt sehen können. Neue Updates. Das hier haben sie übrigens auch ein bisschen umgeändert. Das war ja vorher einfach nur eine billige Tür. So. Was haben sie denn hinzugefügt? Ich sehe auf jeden Fall, hier wurden ein paar Sachen hinzugefügt. Es kann auch sein, dass auf alten Planeten ein paar Sachen neu dazu kamen. Okay, sie haben Titanium hinzugefügt. Okay, irgendein Scanner. Also ein neues Teil. Und ja, das ist halt so einer der Gründe, warum ich erstmal gucken wollen würde. Warte mal. Ich suche gerade. Nee, nicht Emeralds. Die müssen hier noch irgendwo die neue Pflanze auch drauf. Hier, Cinnamon Daddies. Also die Cinnamons. Deadwood Tree. Also ich suche einen toten Baum, wie es scheint. Auf dem vierten Planeten. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass das Spiel nach langem mal endlich ein Update bekommen hat. Bei welchem Planeten sind wir gerade überhaupt? Ich glaube beim zweiten. Ich sollte mal eben kurz einsammeln, was hier da ist. Es hieß auch, die hätten ein paar neue Sachen zum Bauen hinzugefügt. Hier sehe ich jetzt nichts. Ach ja, sie haben hier Deko-Objekte hinzugefügt. Also hier haben sie auf jeden Fall was hinzugefügt. Den Mining Laser Insert Charger. Keine Ahnung, wo ich den finde. Und bei Pompeii ist halt jetzt der dieser eine Baum jetzt. Ich würde aber gerne erstmal auf dem ersten Planeten gucken. Ob da jetzt was neu hinzugefügt wurde. Die Animation haben sie auch ein bisschen geändert. Ich hatte gerade dieselben Legs übrigens wie ihr. Am besten einfach direkt von da oben gucken. Ach, das wurde übrigens auch hinzugefügt, mal so nebenbei. Die habe ich schon auf den einen oder anderen Planeten eingesammelt. Nämlich Teleporter. Jetzt kann man sich hier so hinstellen und sagen, hey, ich will mich zum Boss teleportieren. Und zack, bin ich beim Boss. Ich habe mir den hier. Oh, dieser Splattern jetzt richtig. Das könnte ein Rätsel sein. Die Kugel kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Hier ist ein neues Lock. Ein Engine Upgrade.
Ja, da ist der Bossraum. Man kann ja von oben mal so reingucken. Be careful, Captain. This giant worm-like creature is only showing 22% of its total mass above ground. Einfach nur mal so von weit ein bisschen gucken. Ja, hier ist jetzt nichts Neues. Nein! Ich guck gerade nur. Ja, das Ember, das nehme ich so oder so mit. Ist das eine brechbare Wand? Warte mal, wie ging das noch mit dem einen System? Das war nämlich, glaube ich, eine Lavawand, oder? Nee. Das ist, glaube ich, eine neue Art von Gestein, die ich sprengen kann. Jetzt muss man, glaube ich, auch den Sprenger upgraden. Okay, hier kommen wir nochmal drauf zurück. Hier ist wahrscheinlich auch so ein komisches Engine-Upgrade. Als grüne Kugel. Hier müsste irgendwo ein Teleporter sein. Da ist der Teleporter. Und ich finde es schön, dass das Teil jetzt wenigstens endlich mal Witze macht. Hier fehlt mir auch irgendwo ein Teleporter. Ich habe einfach nur vermutet, dass das Ding hier liegt. Das könnte natürlich das sein, was wir suchen. Auch wenn ich das stark bezweifle. Es ist schön, dass nicht Schnipperding, das hat jetzt auch ein Visier. Ach, das ist einfacher mit dem Treffen. Da ist ein Teleporter, aber den habe ich wahrscheinlich schon. Ja, den habe ich schon. Okay, ich mache mich mal zur radioaktiven Zone, dann weiß ich auch direkt Bescheid wegen des Schilds. Nee, ich krieg Schaden. Aber der aktiviert sich auch ab und zu. Ich habe das gerade gesehen. Ja, der aktiviert sich in einem bestimmten Zeitrahmen. Okay, der ist jetzt so gesehen automatisch. Hier ist übrigens auch das Rätsel, von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Irgendwas schießt doch auf mich. So, hier. Das ist das Rätsel. Hier spielt man Simon Says. Ist kein Witz. Man muss achten, wo es leuchtet. So, wo leuchtet es als drittes? So, jetzt muss ich nur gucken, wo es als viertes leuchtet. Okay, das geht hin und her.
Okay, ich habe gesehen, wo das fünfte ist. Geschafft. Rätsel gelöst. Ich weiß jetzt nur nicht, wo sich was getan hat. Ich denke mal da unten irgendwo. Jedenfalls habe ich damit gerade irgendwas gelöst. Da kam die Melodie dafür. Ah ne, hier ist der Insert Charger. Und da beißt mich was. Aua. Hör auf! So, wir müssen jetzt nämlich auf Planet 4 noch den toten Baum finden. This music is great, isn't it? Ah, hier bei Kitetz und bei Tines. Warte mal, sind das nicht die alten Planeten? Da war ich doch gerade, oder? Ja, da sind tatsächlich noch Sachen. Na gut, wir gucken jetzt aber erstmal auf Pompeii und dann gehen wir auf den neuen Planeten. Was immer auf den alten Planeten ist. Ich gehe jetzt nochmal unten nachgucken. Ich habe mir gemerkt, was auf den alten Planeten angeblich noch sein soll. Weil ich meine, da alles abgesammelt zu haben. Nee, nee, das ist ein Anzeigefehler, dass da noch was wäre. Is this planet what humans talk about all the time? Is this hell? Captain, you have finally gone to your favorite place you constantly try to send everyone to. Congrats. Captain, my readings show that the temperature out here is metal melting. Try not to step on the lava pools or you may experience some discomfort. Ey, ich mag den Humor, den die dem Schiff gegeben haben. Der ist ja richtig goldig. So. Ja, hier gab es auch ein paar Teleporter. Den beim Boss habe ich tatsächlich noch nicht geholt. Ich würde sagen, wir gucken sowieso einmal über den ganzen Planeten. Bei YouTube zeige ich nur, wie ich den Baum finde und eventuell auch den Teleporter, wenn ich ihn finde. So, dich laser ich einfach. Ist einfacher. Ich glaube, ich weiß aber schon, wo. Nein! Ich glaube, da ist der Baum. Und jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das Spiel könnte man übrigens auch im Koop spielen, Leute. So ist das nicht. Ich habe da nur dasselbe Problem, was ich zu Anfang des Projekts hatte. Dass ich keinen habe, der das mit mir im Koop spielt. Und ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt wäre es auch mittlerweile unsinnig, noch irgendwen da dazu zu holen. Weil ich habe jetzt das halbe Spiel schon durch, also sogar in das vom Endstadium, was wahrscheinlich sein wird. Oh, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Nein, bleib da drauf! Bleib da drauf! Komm, komm! Ja! Oh! Mining Laser Upgrade. Und ein paar Emeralds. Aber guck mal, sie haben auf jeden Fall Neues zu allen Planeten zugefügt. Also wir werden alle Planeten auf jeden Fall nochmal abgrasen. Das war Todeslava. Da bringt mir selbst mein Schild nichts. Guck mal, hier war auch vorher nicht so extrem viel Lava. Da merkt man den Unterschied. Die Lava ist unterhalb der richtigen Lava.
Alter, wie hoch wird die denn hier? Gehe ich lieber auf das Teil nach Möglichkeit. Kann ich nicht. Okay, krass. Hier muss man schnell durch. Die Lava steigt hier unglaublich hoch. Ah, guck mal, hier ist ein Rätsel. Wieder so ein bimmeligen Ding. Oh! Bewegende Plattform! Ich brenne! Ich kann aber auch jetzt gerade, ehrlich gesagt, nichts dagegen tun. Alter, wie hoch die Lava hier steigt. Da unten ist eine Höhle! Einfach nur mal kurz gucken. Ich sterbe wahrscheinlich eh. Sofern ich jetzt nicht Luck habe. Okay, ich habe gerade einen Soundbug. Ich habe jetzt zwei neue Sachen für den Mining Laser. Den Insert Charger kann ich auch instant draufpacken. Und dafür fehlen mir 1000 Endmits. Das Spiel weiß, wie man mich ärgert. Es weiß es und es tut es. Ich kann auch mal gucken, haben sie hier irgendwas hinzugefügt? Wenn ja, dann ist es eins von den Teilen, die ich halt noch nicht habe. Nee. Das sind die Skins, die man für Gold bekommen hat. Nee, da haben sie nichts hinzugefügt. Wie hoch geht denn die Lava? Um Gottes Willen. Die ging vorher nicht so extrem hoch. Okay, mit der Lava am besten laufen. Am besten sogar durchsprinten, während sie noch runtergeht. Dass ich so früh wie möglich da oben bin. Ah, okay. Nein! Ah, guck mal. Ich kann mich hier oben auch hinsafen. Dann warte ich jetzt erstmal, bis das zurückgeht. Gönn mir so lange Eisen. Wenn die Lava sogar bis hierhin kommt, ne? Unglaublich, wie hoch die geht. So, und jetzt drauf achten. Nein! Hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. So. Die Lava ist sogar gerade unten. So, jetzt bin ich hier. Und da ist der Teleporter. Jetzt sieht ihr auch, wie der aktiviert wird. Man muss so ein bisschen den lasern. Das habe ich jetzt nicht für den Skin gemacht, ne? Ah, ne, der Environment Shield hält jetzt mehr aus. So, dich sammeln wir ein. Und hier war der ätzende Boss. Bei dem es nicht mal wirklich eine Wiederkehr gibt.
Ja, ich gehe die Wette ein, dass der dort ist. Ich kletter da gleich mal hin. Ich lag gleich eh nochmal das Spiel neu, wegen dem Soundbug. So, an den will ich dran. Dann bin ich hier. Dann kann ich hier hoch. So. Den kriege ich halt nicht kaputt, ne? Und ich gehe nach wie vor die Wette ein, dass der Baum, den ich suche, also das neue Pflanzending, dahinter ist. Wenigstens kriege ich noch mal ein bisschen ermüdet. Auch ein Quest stand da gerade. Kann ich die Kisten öffnen? Ah, da sind die Möbel drin, die man freischalten kann. Okay. So, das haben wir jetzt. Okay, es lasert schneller. Dafür muss ich noch einen Teil finden. Dafür muss ich noch zwei finden. Das konnte ich mir instant gönnen. Und dafür, keine Ahnung, wo ich das Upgrade her habe, aber ich habe es. Ja, dann können wir jetzt zum neuen Planeten, ne? Ich bin schon gespannt, wie der aussieht. Hier auf der Liste, nee, nicht hier. Hier ist jetzt auch nichts, was fehlt. Das hier ist ein Bug. SBS Graphen Battery Cells gibt's auf Kitsis. Auf Pompeii ist auch diese ist eine neue hier. Die Rifle. Aber ich denke mal, dass das auch hinter dem grünen Ding ist. Wofür ich halt erstmal hier zu Lost Planet Z muss. Hä? Ach, der ist... Der verschmilzt einfach mit dem Hintergrund. Hier kriegt man wahrscheinlich auch ultra viel Material. Eventuell kriegt man hier sogar Gold hinterhergeschmissen, wie sonst was. Also so Kupfer, Silber und Gold musste man sich immer im All holen. Könnt ihr mal gucken, haben sie auch neue Räume hinzugefügt? So ein bisschen. Zum Hangar und ab nach unten, würde ich sagen. Warning. Drop pod launch commencing. Boah, ich bin schon gespannt, wie der neue Planet so ist. Oh, der sieht auf jeden Fall sehr neblig aus. Oh, guck mal, hier ist direkt was. Direkt ein besserer Mining Laser. Das ging ja instant. Titanium. Direkt gefunden. Ist aber irgendwie sehr klein. Ja, mach das. Ich nehme erstmal ein bisschen Titanium mit.
Ich sollte den Teilen da oben sagen, dass die auf Titanium gehen sollen. Während ich hier unten bin. Dann habe ich wenigstens direkt schon mal ein paar von den Wachen. Also ich baue das Ding jetzt hier natürlich noch zu Ende erstmal ab. Boah, kriegt man viel an einem Teil. Hey, 500.000, fast 600.000 an einem einzigen Titanium-Ding. Und da sind noch mal zwei. Direkt der Teleporter? Ne, ich gebe den Teilen da oben jetzt erstmal zu verstehen, dass sie auf Titanium gehen sollen. Captain, I am detecting a loose data stream from the nearby orb. It should be close to the drop zone. There is another radio signal, perhaps human, intermingled with it. I am getting bits and pieces of information. I only hope this time the signal brings us better news of the Lodestar 1. Either way, our recovery efforts should continue. This is not mission response because we like talking back to people. Ich sammle erstmal ein bisschen Titanium. So, das habe ich jetzt mitgenommen. Oh, das ist, glaube ich, auch so ein Ort, wo ich mich ultra schnell verlaufen kann. So. Dieses Titan ist auch fast abgebaut. Boah, man sieht hier echt so gut wie gar nichts. So, nochmal gucken. Eventuell kann ich ja mit dem Titan zumindest schon mal das Mining ein bisschen aufboosten, dass ich ein bisschen schneller das Zeug abfarme. Weil das kommt ja ultra langsam voran. Nein, 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 nein. Bei dem letzten brauchte ich die Eisenplatten, oder? Ne, Titaniumplatten, und die habe ich genügend. Da habe ich alles. Da kann auch irgendwas dazu kommen. Ja, es fehlen gerade nur die Gears. Danach kann ich das Ding alles herstellen lassen. Ach, guck mal, hier mit Tee habe ich jetzt irgendwas. Ist wahrscheinlich sowas wie Infrarot. Hab halt nur was im Hintergrund zugemacht. Ja, ist auf jeden Fall schneller. Ich sehe, ich habe sogar noch so offscreen ein bisschen Mining so ein bisschen versucht aufzubessern. Aber krass, wie wenig das trotzdem gebracht hat. Vor allem scheint das ja jetzt mittlerweile eine Obergrenze zu haben, weil das eine, das konnte ich jetzt nur auf 5 upgraden. Das haben die ein bisschen genervt. Ja komm, wo ist denn der Teleporter hier? Hier ist ein Lock. Ein Moment mal. Ja, man sieht ein bisschen mehr. Bisher habe ich noch keinen Gegner gesehen. Na gut, ich habe mich auch noch nicht weit weg bewegt bisher. Unglaublich, wie viel Titan... Was greift mich hier an?
Um Gottes Willen, was hat mich hier angegriffen? Ich hab's nicht mal gesehen. So, in welche Richtung bewegen wir uns denn diesmal? In einer, in der ich am besten nicht umgebracht werde. Oder das Rubin. Schon mal mitnehmen. Ich will da hoch. Da ist ein Upgrade. Das war definitiv das, was mich angegriffen hat. Ja, die sind unsichtbar. Zumindest ohne dieses Visier. Your suit is blocking your body heat signature from alien species, so you don't have to cover yourself with mud. Danke. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Ich glaube, ich kann das einfach anlassen. Scheint ja keine negativen Effekte zu haben. Das Vieh schon wieder. Ekelhaftes Vieh. Haben auf einmal einfach so einen Wurm angesprintet. Ja, hat echt keine wirklichen negativen Effekte, wenn ich das anlasse. Fall tot um. Okay, hier ist ein Stein zum Aktivieren. Das habe ich mir schon so gedacht. Hä? Ich muss nicht verstehen, warum ich da jetzt durch konnte, oder? Ich glaube nicht, dass das gewollt war vom Spiel. Wieder so ein ekelhafter Wurm. Ich glaube, die kommen random. Ich hätte das Ding deaktivieren müssen. Ich kann währenddessen nicht den Boost nutzen. Wartet. Würmchen? Kein Würmchen. Okay.
Und der Extra Booster. Keine Ahnung, was der bringt, aber ich habe ihn. Durch die anderen grünen Dinger konnte ich nicht durch. Warum konnte ich durch den durch? Also durch die da vorne. Das verstehe ich nicht. Ist hier sonst noch irgendwas in dem Eck? Do you think there are tall blue-skinned alien species on this planet? I recommend caution. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Würmer da hinten doch. Ich habe was aktiviert. Nur keine Ahnung, was das bringt. Aber es ist aktiviert. So, hier ist noch mal ein bisschen Titanium. Da habe ich kurz was Leuchten gesehen. Hier war ich schon. Die Ecke ist so gesehen abgehakt. Das Ding leuchtet. Das war das Leuchten, was ich meinte. Aber es scheint unwichtig zu sein. Das sind übrigens so Sachen, die ich bei YouTube rausschneide, wenn ich das hochlade. Wie ich halt hier alles abfarme. Vielleicht bringt Sprengen irgendwas. Nee. Tasteful sofa in the corner. What do you think, Captain? Grappling Hook Dash Generator. Zwei GED-Dinger. Und nochmal ein Dash-Ding. Ich habe vergessen, dass ich irgendwas da unten noch upgraden kann. Okay, danach kann ich noch mal dashen. Okay. Dafür brauche ich Zink. Gut, dass ich erst nachgeguckt habe, ob da vielleicht was steht. Ich habe der Stelle nämlich irgendwie nicht so ganz getraut. So, da ist Stein. Da sind zwei von diesen ekelhaften Würmern. Die kamen sogar auf mich zugesprintet, die ekelhaften Biester. Da ist ein Rätsel. Ich gucke aber erst, ob hier noch ein weiterer Wurm gammelt. Hier ist nochmal so ein Ding. Ach, ich muss wahrscheinlich alle drei von diesen Beacons finden und dann öffnet sich da wahrscheinlich ein weiterer Weg. Okay. Ja, ist wieder so grüne Kristalle. Ach, mit dem Teil kann man durch die durch. Ah. So funktionieren die grünen Kristalle. Hau ab, du ekelhaftes Vieh. Ach, jetzt verstehe ich.
Normal kann man nicht durch die durch, aber mit dem Ding werden sie so gesehen durchsichtig. Beziehungsweise transparent und dann kann man durch die durch. Okay, dann muss ich damit nochmal auf den ersten. Am besten eigentlich direkt auf jedem Planeten wird wahrscheinlich so ein Ding sein. Und da nochmal Zeug einsammeln. Jetzt habe ich halt wenigstens auch mal verstanden, wie das Ding eigentlich funktioniert. Ich habe mich ja gerade eben ja gefragt, wieso kann ich durch die Dinger durch? Aber ich sag mal so, das Ding ist broken. In Hinsicht von, ich kann das halt unendlich lang nutzen. Da ist ein Upgrade. So, zuerst der. Pink, grün, orange. So, was kommt nach orange? Nochmal grün. Und offen. Double Dash. Und eine Kiste mit Deko. Ich werde mir auch noch so eine Deko-Ecke machen. Definitiv. Wenn Sie das schon hinzufügen. Müssen nach wie vor noch einen Beacon finden. Okay, da oben ist was. Da oben ist ein Upgrade. Okay. Da war noch eine Höhle. Führt die eventuell nach da oben? Guck mal, es ist auf jeden Fall dafür gedacht, dass man da oben lang kommt. Irgendwie. So, wie komme ich... Ah! Ach, um Gottes Willen. Okay. Hab's. Crafting Hook Dash Generator. Wir nehmen halt alles mit, ne? Damit ich möglichst nicht nochmal auf den Planeten muss. Wahrscheinlich in der Richtung. Würde Sinn machen, in jeder Richtung eins von den Teilen hinzusetzen. So, hier wurde ich gerade eben von so einem Wurm getötet, das weiß ich noch. Da. Ja, da ist der Beacon auch direkt. Das Ding hat sich gerade kurz bewegt. So, grün, blau und rot haben wir aktiviert. Sonst noch irgendwas? Dann gönne ich mir mein Mineral. Ich denke immer noch, hier ist irgendwo ein Upgrade. Da ist wieder so ein Leuchterrätsel. Okay. Oh, nicht lang genug.
Okay. Und dahinter hat sich eine Tür geöffnet. Mit Alexandrit. Das war vom dritten Planeten. Oh. Och man, warum ist es hier auch noch so dunkel? Kann ich hier nicht irgendeine Lampe haben? Am Ende davon wird irgendwas Spezielles sein. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hoffentlich schaffen wir den Sprung überhaupt. Ich glaube, ich brauche hier erst das Dash-Upgrade. Das funktioniert nicht. Ich erwähne nochmal, das Spiel hat einen Multiplayer, aber es würde sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr lohnen, irgendwen dazu zu holen. Weil die haben halt vor, nur noch einen Planeten hinzuzufügen und dafür hole ich jetzt nicht extra irgendwen dazu, dass er 20 Euro ausgibt für das Spiel. Da vorne ist ein Wurm. Der will weggelasert werden, habe ich gehört. Oh, da ist gleich eine ganze Familie. Nee, 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 nee. Ich weiß, dass da noch ein dritter ist. Da, da sieht man es nochmal. Die sind unsichtbar. Ohne diese Sicht, die ich hier gerade anhabe. Ach, hier wurde ich gerade eben umgebracht. Stimmt, ich erinnere mich an das Ding hier. Den Humor, den das Schiff bekommen hat, göttlich. Ich finde, bevor wir weitergehen, sollten wir nochmal hochgehen und uns die Upgrades holen. Da sehe ich was blau leuchten. Ich halte nur meine Waffe bereit. I wonder if we can start an intergalactic pro wrestling championship. Ich dachte halt wirklich bei dem grünen Kristall anfangs, da muss man sich durchspringen, aber es ist interessant, dass man sich durchbrillen muss. Keine Ahnung, warum ich durch die Dinger kann, sobald ich die Brille anmache. Das ist etwas, was ich tatsächlich null verstehe. Erstmal werden hier die Upgrades gegettet. Dafür brauche ich Zink und ich brauche für beide Sachen Zink, um den Booster zu boosten. Dafür brauche ich eine Rubine. Dafür brauche ich Zinn. Und das letzte Ding hier fehlt mir sogar noch. Kann ich hier eigentlich irgendwas upgraden? Dafür brauche ich das letzte Material, was ich noch nicht besitze. Und das lohnt sich, glaube ich, noch nicht mal.
Momentan brauche ich das Titan ja nicht so wirklich, ne? Also kann ich es ja ruhig hier verwerten. Kann ich ein bisschen schneller alles abfarmen. Die Platten, die hebe ich mir auf, die braucht man meistens irgendwie. Warning. Drop pod launch commencing. Ich bin auch schon gespannt, was ich hier für einen Boss jetzt gleich vor der Nase habe. Also ich muss hier nochmal hin zurückkommen, sobald ich das Dash-Upgrade habe. Ja, jetzt ist hier offen. Guck mal, wir haben den neuen Pilz bekommen. Also die neue Pflanze. Der war hier einfach. Aber komm, da kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Hier kommt doch jetzt bestimmt der Boss. Halleluja, was bist du? Habe ich es umgebracht? Oh, oh. Ach, die Dinger muss ich kaputt machen. Hilfe! Ich glaube, das ganze Ding, auf dem ich stehe, ist der Boss. Au, Mann, ey. Ist ja mega gruselig. Vor allen Dingen, das Ding schreit mich immer vorher an. Hörst du mal auf, mich anzuschreien? Warum ist dieser Planet so gruselig? Hm? Ja! Denke ich mir auch. Ich muss nur noch eine so eine dumme Kugel finden. Ja. Ja, die. Habe ich in der Richtung schon geguckt? War das eine Antwort auf meine Frage, du komisches Ding? Also scheinbar ja. So, ich habe jetzt all deine dummen Kugeln kaputt gemacht. Ich hab da irgendwas angegriffen und das ist der. Ah, das ist der. Der funktioniert andersrum. Der ist unsichtbar, wenn ich diese komische Sicht aktiviere. Und das restliche Labyrinth, das sieht man nur... wenn man die Sicht anschaltet. Also das ist ja mal ein ultra interessanter Boss. Kannst du noch mal zu mir kommen? Ich will dich fürs Thumbnail. Guck mich an. Ja, du da. Aber das ist ja interessant, so kann man die Kugeln leichter finden. So, und die letzte Kugel ist dort. Stimmt ja, du machst dich ja unsichtbar.
Ja! In der Richtung war das Ding. Hallo? Ja, du? Der rechten Seite, okay. Erstmal das kaputt machen. Der macht halt auch kaum Schaden. Komm her. So, und nochmal die drei Kugeln kaputt machen. In der Richtung ist eine. Wenn man es einmal verstanden hat, ist der easy. Und irre witzig. Dieses. Hier so in der Richtung war es doch, oder nicht? Ja, hier hinter. Hier links jetzt. Lass mich mal vorbei, Kollege. Ich denke immer, das ist eine Antwort auf meine Fragen. So, weg damit. So, und jetzt muss ich dich nur noch einmal. Jo, wo läufst du denn gerade rum? Erstmal muss ich aus dem Labyrinth raus. Ich habe ihn besiegt. Muss ich jetzt nochmal diese Kugel kaputt machen? Scheinbar. Nee, die Kugeln sind auch mal durchgehend da. Wofür habe ich den jetzt umgebracht? Aber ich gegen eine Wand laufe auf jeden Fall. Okay, wir müssen aber noch das restliche Zeug einsammeln. Dafür muss ich erstmal Zink holen. Ich würde sagen, wir machen den Rest jetzt noch. Dann brauche ich nicht extra einen Stream nochmal dafür machen. Zink ist schnell abgebaut. Nicht vergessen, das Zeug mitnehmen. Auf meinem Weg. Da ist nochmal so eine Kiste. Guck mal, eine leichte Windhose. Die gab es vorher nicht. So, und hier haben wir ja gelernt. Teil aktivieren, dann kann ich durch. Einfach mal alle Pilze aktivieren, wird schon irgendeinen Sinn haben. Was habe ich getriggert? Ich sehe nicht mal, was ich damit trigger. Ich glaube, der Stein bewegt sich.
Ach, da, das bewegt sich, okay. Das sieht man ja auch, ne? Da hat sich ein neuer Weg geöffnet. Und ich habe eine Batterie gefunden. Also ein Regenerationsmodul. Dafür habe ich mich hier durchgequält. Welches Zinnding brauche ich denn? Die Nägel. Also ich eins davon Nägel herstellen. Beziehungsweise eins davon die Bahn eben kurz. So, verarbeite das mal eben kurz. Während ich jetzt zum vierten Planeten nochmal reise. Der letzte Planet lohnt sich halt nur dann nochmal, wenn ich das Dash-Upgrade geholt habe. Ja, ich klopfe das nächste Mal an. Ach, warte, wir können ja jetzt auch. Dafür brauche ich Eisen. Guck mal, ich kann jetzt hier sitzen. Also, die Deko, ne? Ist ja nur Stühle. So, du arbeitest, während ich da unten rumgammel. So, da muss ich einfach nur durchlatschen. Und finde, was auch immer das ist. Okay, da ist auf jeden Fall mein Bäumchen. Das kann ich jetzt auch anbauen. Ah, ich verstehe. Und dann müssen die nicht so auf das Teil leuchten. Nee, die müssen wahrscheinlich aufeinander leuchten. Irgendwie in der Art. Das heißt, der muss auf den da leuchten. Okay. Hier ist auch so ein unsichtbares Labyrinth. Ich hab's geschafft. Ich hab hier was hingeworfen. Okay, ich muss auch wieder Beacons aktivieren. Wie auch immer ich da dran komme. Ach, hier ist irgendwie, ja, ein Labyrinth. Okay, einmal durch das Labyrinth.
So, jetzt muss ich nur wieder aus dem Ding raus. Ich sollte zuerst zu dem Teil da oben hin. Muss erstmal gucken, auf wen sollte der denn leuchten. Wahrscheinlich auf den da. Okay, da muss der auf den leuchten. Der muss auf den da leuchten, oder? Der leuchtet auf den da oben. Da in der Lava ist auch was. Aber auch ein Beacon. Das ist schön, jetzt muss ich nur wieder aus der Lava rauskommen. Okay, zwei Beacons muss ich noch finden. Die Suche beginnt. Ah, ich sehe schon. Der leuchtet dann auf den und der leuchtet auf den und der macht seinen Job dann dahin. Aber wozu ist der dann? Ich glaube, der soll wirklich auf die Tür leuchten. Also auf das Teil da. Komme ich von hier aus auf irgendwas drauf? Nee. Jetzt, wenn ich springe, komme ich an den da oben nicht dran. Okay, jetzt muss ich irgendwie dahin. Oder passt das eventuell so schon? Es müssen noch zwei Dinge aktiviert werden, ist das Ding. Ah! Okay, jetzt bin ich hier oben. Und ich bin wieder runtergefallen. Perfekt. Genau wie geplant. Ah, ich kann direkt zu denen nach da oben. Muss mich nur anständig anstellen. Ich bin im Kristall. Kann ich wenigstens kurz mal ein bisschen scouten. Wo will ich denn jetzt gerade überhaupt eigentlich hin?
Oh, um Gottes Willen, ich dachte, ich schaff's nicht mehr. So, das Ding aktivieren. So, das leuchtet auf den. Ich denke mal, jetzt muss ich da den Laser aktivieren, dass sich die alle bündeln. Und tatsächlich hat sich da vorne was getan. Das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Ding und das aktiviert jetzt da vorne irgendwas. Zumindest ist das meine Vermutung. Okay, hier hat sich nichts geöffnet. Entweder da oben oder da dann. Ah, war zu früh. Hier oben hat sich auch nichts getan. Ach, da. So, jetzt habe ich da dieses komische MK6-Ding. Okay, damit bin ich mit dem Planeten hier fertig. Jetzt haben wir hier noch einen Stein einzusammeln und eventuell noch irgendein Upgrade. Ja, drei sogar. Da wird auch nochmal ein Rätsel sein. Da gucke ich dann aber von oben nach unten und nicht andersrum. Dann nutze ich direkt den Teleporter, um mich nach oben zu beamen. Komisch, das Eisen, das hatte ich schneller abgebaut. So, hier habe ich das Engine-Ding jetzt auch eingesammelt. Da, da ist Rätsel. Okay, wieder so ein Rätsel. Okay, ich muss erst hier so ein paar Wände wegsprengen. Den können wir ja schon mal ausrichten. Der muss safe auf das da leuchten. Der muss da drauf leuchten. Der muss auf den leuchten. Jetzt muss ich da noch mal rüber. Okay, der leuchtet jetzt auf den.
Der muss nur auf den da leuchten. Und der muss auf den leuchten. So. Die sind alle richtig eingestellt. Jetzt muss ich nur die Steine anheben. Perfektes Timing, dass der genau jetzt runtergeht. Okay, der ist kaputt gegangen. Und hier ist nichts. Ich wurde gescammt. Wofür habe ich dieses Rätsel gemacht? Da war ja mal gar nichts. Kann ich eins von den Dingern einmal upgraden? Ich will einfach nur sehen, wie das aussieht. Oh, das sieht cool aus. So, unlocken. Ja, das habe ich noch nicht gefunden. Ah, dafür hatte ich das Zink tatsächlich. So, jetzt muss ich Zinkplatten und Zinknägel herstellen. Und dafür kann ich vom Prinzip einmal einen kompletten Durchgang auf dem Planeten da machen. Das ist aber auch tatsächlich das Letzte, was mir dann jetzt fehlt. Also klar, da steht noch hier, irgendwelche Sachen einsammeln, aber... keine Ahnung, wo die sind. Also, ihr habt es gerade noch mal gesehen. Ich habe den kompletten Planeten gerade abgesucht. Und zwar sowohl beim ersten als auch beim dritten. Und beim vierten habt ihr es sogar beim Anfang direkt gesehen. Ich bezweifle, dass das alles auf dem zweiten Planeten jetzt irgendwie gestrandet ist. Da ist halt noch mal hier dieses Hydraulik-Arm-Ding, also für die Bombe das Teil, was fehlt. Hier auf dem Planeten sollen angeblich die Zeiten für die Turbofeier irgendwo versteckt sein. Und auf dem zweiten Planeten sind irgendwo die Batterien für das Teil, das auf den Kopf gehört. Im Übrigen, dieses Spiel kann ich sehr stark weiterempfehlen für die, die so Weltraumabenteuer mögen. Das ist jetzt auch nicht so extrem Hardcore-Farming. Vor allen Dingen, wenn man im Koop spielt. Und vor allen Dingen ist es genauso gut im Solo-Modus spielbar wie im Koop. Ich glaube, im Koop würde man sich teils manchmal sogar behindern. So, da unten wartet doch bestimmt irgendwo was auf mich. Sage ich doch. Bevor ich da runter gehe, töte ich erstmal alles. Ah, hier ist auch nochmal so ein Leuchterätsel. Guck mal. Gut, dass ich hier nochmal alles abgesucht habe. Ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst, welcher von denen Ton von sich gegeben hat. Okay, orange. Beim ersten Mal, wo ich hier war, gab es dieses Rätsel halt noch nicht. So, einer kommt noch. Es sind meistens immer fünf. Da hat sich was geöffnet. Da gucke ich sofort. Und erstmal gucken, ob hier noch was ist zum Mitnehmen. Und hier war noch Zink. Ich weiß, dass man hier auch, wenn man sich schlau anstellt, aus der Map klettern konnte. Was man aber definitiv nicht machen sollte. Hier ging der Weg auf. Das heißt, hier ist definitiv was Neues.
Aber das habe ich offenbar schon. Habe ich das doch mal irgendwann gemacht? Kann mich ja nicht an komplett alles erinnern, was ich tue. Das könnte auch so ein Punkt sein. Vor allen Dingen, wenn ich den riesigen Stein da sehe, wäre das wirklich der Punkt, den ich hier jetzt sehen würde, wo eventuell das verloren geglaubte Objekt sein könnte. Ja, das ist nämlich definitiv eins dieser neuen Rätsel. Okay, der leuchtet auf den. Ich muss erstmal gucken, welcher ist der am Ende das Teil da unten anleuchtet. Bei dem Rätsel habe ich gelernt, man muss rückwärts eigentlich arbeiten bzw. denken. Der letzte muss auf das blaue Ding da leuchten. Der muss auf den leuchten, oder? Nee. Der muss auf den da leuchten, auch wenn da Pflanzen im Weg sind. Ich denke mal, die müssen im Kreis leuchten. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Ja? Dann muss ich als nächstes den da anleuchten. Ich muss ja erstmal den Punkt finden, wo ich überhaupt da hochkraxeln kann. Im Übrigen, ich streame jetzt nur deswegen am Mittwoch mal, weil es gestern nicht funktioniert hat. Nimm das jetzt nicht zur Gewohnheit, dass ich jetzt Mittwoch streame. Ich kann aus dem Winkel nicht sehen, wohin der leuchtet und ich komme da echt beschissen hoch. Das Movement auf dem Wasserplaneten ist generell grausig. Ja, das leuchtet da drauf. Okay, dann soll mich jetzt erstmal noch ein Bad hier im Umkreis ist. Und dann leuchte ich da einmal. Zeige ich euch mal eine richtige Leuchte hier. Durch den Seetank sieht man auch so gut wie nichts. Einfach mal eben kurz drumherum einmal gucken. Wir wollen ja sehen, ne, wie es passiert. So, da unten ist definitiv unser Upgrade. Da gehe ich jede Wette ein, dass da das verschollene Upgrade ist. Oder sie haben es einfach über ein altes drüber gepackt. Wow. Ja, hier ist die Drop. Kapsel. Da ist ein grüner Stein. I wonder if you can brew tea with the leaves from these alien plants. Are you feeling adventurous? Okay, hier müsste jetzt dafür neu sein. Um Gottes Willen mit unsichtbaren Platten oder wie? Och, um Gottes Willen. Ja, mega ekelhaft. In die Richtung muss ich. Mit unsichtbaren Platten.
Ich wusste, dass es zu weit ist. So, jetzt muss ich gucken, wo die nächste ist. Da ist nächste. Zum Glück bremst mich das ab. Komm, bleib doch drauf. Ja, dachte ich mir auch gerade so. So, ich hab's hier hingeschafft. Ach, und jetzt darf ich wieder so ein Rätsel machen. Okay, die Plattform geht hoch. Jetzt muss ich mich da hocharbeiten. Na gut, sieht aber wenigstens nicht nach unsichtbaren Plattformen aus. Heißt aber trotzdem nicht, dass das hier angenehm ist. Bitte lass mich da oben wenigstens spawnen. Okay. Kurz umschauen. Ich könnte ein bisschen Ansprung nehmen. Man kann es so ganz knapp schaffen mit dem Haken. Ah, ich habe ihn verfehlt. Muss aber ordentlich Ansprung haben. So, ich muss mit Geschwindigkeit dahin. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Da sind auch keine Plattformen. Das heißt, ich darf jetzt nicht einmal verfehlen. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Lapis Lazuli. Was ist das denn? Diamant. Diese Mineralien, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und hier ist ein Teleporter. Ich bin jetzt nicht für den Skin hier lang geklettert, ne? Danke. Junge. Das ist ein anstrengendes Upgrade. Erstmal da, über eine Schlucht mit unsichtbaren Plattformen. Und dann braucht man hier perfektes Timing. Das ist ja mega ekelhaft. Das da muss ich noch finden. Ich brauche die Zinknägel und die Platten. Die hier, oder? Dafür brauche ich Emeralds. Für das, was ich gerade geholt habe. Ach, da fällt mir ein. Das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Einmal. Ach, dafür brauche ich Zinn. Bei den Pflanzen oben kann ich ja mal die neuen einpflanzen.
Wir haben ja zwei neue Pflanzen. Da habe ich extra hier beim Green Room eine Beetfläche, wo ich hier Zeug anbauen kann. So, mache ich mal bei zwei davon den Deadwood rein. Und bei dem anderen den Pilz. Gucken wir uns zuerst den Dead Tree an. Wie der voll ausgewachsen gleich aussieht. Der sieht doch echt knuffig aus. Die Pilze sehen mehr so aus wie Mini-Bäume. Da sehen mehr aus wie Bäume als wie Pilze. So, das Ding ist wahrscheinlich auch schon wieder fertig verarbeitet. Aber bei den Nägeln könnte es genügend sein. Dann brauche ich nur noch Platten herstellen. Okay, dann stelle ich die auf Plattenwände um. Also jetzt hol mir eh erstmal wahrscheinlich nur Aluminium. Da lasse ich auch alles herstellen. Ach so, das eine liegt direkt hier. Okay, da muss ich nur ein Upgrade finden. So, ich werde jetzt auch nicht Titanium abbauen, wenn ich gleich auf dem Planeten bin. Wie gesagt, das ist dann so eine Sache, die ich eher offscreen machen würde. So, ich kann jetzt zwei Dishes nutzen. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Hey there, Captain. You come here often? Das ist auch eine wesentlich größere Strecke, die ich damit zurücklegen kann. Muss mir ja auch nur die Richtung merken, ne? Brauche ich eigentlich nicht mal die Pflanzen sagen an, wo ich hin muss. Boah, deutlicher Unterschied. Ah, schon geschafft. Wo ist mein Upgrade? Dafür habe ich mich jetzt hier durchgekämpft. Okay, beim zweiten Mal war es, also wo ich den Double Dash habe, 10 Milliarden mal einfacher. Also ja. What do you think, Captain? Hier auf dem Planeten alles eingesammelt. Jetzt fehlt da nur der Versteckte, den ich nicht mal ansatzweise gefunden habe. Und auch der, wo ich den ganzen Planeten abgesucht habe und nicht mal ansatzweise gefunden habe, wo das dumme Ding ist. Was würde die Bombe, also das Bomben-Upgrade, was ich jetzt gerade geholt habe, überhaupt kosten? Da. Ach, Titanium-Gears habe ich sogar. So, jetzt kann man die weiter werfen, heißt es. Schneider einfach instant in die Ecke. Ich brauche den Raum hier. Okay, das ist schon noch ordentliche Reichweite. Ich wollte einmal noch so einen Teil im Space einmal abgrasen. Einmal wollte ich so einen Teil mitnehmen. Wo sind hier überhaupt die Steine? Um Gottes Willen haben sie die Empfindlichkeit von dem Raumschiff umgeändert. Ich will einfach nur mal sehen, wie viel man hier bekommt. Thermonuclear power source. If you stray too far from the ship, it may explode. Have fun out there. You
kriegt man auf jeden Fall Silber. Aber habe ich jetzt einfach nur Glück oder ist das hier wirklich einfach nur die sind die Silbermeteoriten? Ich gucke auch mit dem zweiten. Bei denen wird man übrigens schon bestraft, wenn man im Weltraum stirbt. Mit dem Schiff hier. Silber und Gold. Und das ist auch nicht gerade wenig. Ich habe 2200 Gold bekommen. Bei dem vorherigen, da habe ich mit Mühe Gold gefunden. Und ich habe, glaube ich, auch nur so 1400 ungefähr bekommen. Also wenn hier wirklich nur Gold und Silber ist, dann kann man ja hier die letzten Teile erfahren. Also wenn hier jetzt auch kein mehr Kupfer drin ist, dann ist das geil. Ja, hier ist auch wieder Silber drin. Ich glaube, hier in dem Gebiet kann einfach kein Kupfer in den Teilen drin sein. Dadurch kann man ultra gut upgraden. Innerhalb von ein paar Minuten 30.000 Silber gemacht. Silber, Gold und Kupfer kriegt man halt nur im Weltraum. Nämlich den da auch noch mit. Der ist eh so nah am Schiff. If I had a nickel for every time you scratched this ship, well, we could get a lot of repairs done with the metal. Unglaublich. Kann ich mir endlich mal hier das richtig geile Schiff gönnen? Warte mal. Ah, der hat's schon equipped. Hier habe ich ein richtiges shining blaues Schiff. Ja, ich würde jetzt hier dann jetzt auch nichts weiter machen mehr. Wir haben an der Stelle das Spiel soweit jetzt zum jetzigen Stand durchgespielt. Klar, da fehlen jetzt noch diese zwei Upgrades, aber ganz ehrlich, die beiden habe ich jetzt zwei Streams zusammengerechnet, 3 Stunden lang gesucht und nicht gefunden. Also, ja. Was soll man da sagen, ne? Also, da noch dann weiter zu suchen, wäre hoffnungslos und auch relativ dumm. Weil es wäre wirklich ohne Sinn und Zweck. Ich hoffe an der Stelle trotzdem, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. An die YouTube-Zuschauerschaft, bei euch verabschiede ich mich als erstes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Der ist immer in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso auch umgekehrt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle.